Hallo, ich bin Lena und in diesem Video geht es um Bernhard Schlings Roman Der Vorleser. Ich werde den Inhalt zusammenfassen und kurz auf die behandelten Themen eingehen. Es wäre gut, wenn du das Buch schon gelesen hättest oder später noch liest. Bernhard Schling veröffentlichte Der Vorleser 1995. Die Handlung gliedert sich in drei Teile, in denen der Protagonist, Michael Berg, aus seiner Erzählgegenwart der 1990er Jahre in Rückblenden von seinem Leben und seiner Beziehung zu Hanna Schmitz erzählt. Der erste Teil spielt zwischen Herbst 1958 und Sommer 1959. Darin wird die Begegnung des 15-jährigen Michaels mit der zu dieser Zeit 36-jährigen Hanna Schmitz geschildert. Der Schüler ist an Gelbsucht erkrankt und übergibt sich in einem Hauseingang. Die Schaffnerin nimmt sich seiner an, lässt ihn sich in ihrer Wohnung waschen, spült das Erbrochene weg und bringt ihn nach Hause. Als Michael nach Monaten wieder genesen ist, besucht er sie, um sich für die Hilfe zu bedanken. Dabei beobachtet er, wie sie sich umzieht und wird von diesem Anblick sexuell erregt. Als Hanna seinen Blick bemerkt, flieht er aus dem Haus. Nach vielen erotischen Fantasien und Träumen besucht er sie aber bald darauf erneut. Als er für sie Kohlen holen geht, bedeckt er sich durch ein Missgeschick mit jeder Menge Kohlenstaub. Hanna lässt ihn baden. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Sofatutor.com. Gute Bildung zu Hause.